vergrößern, verkleinern. Dänemarks William Kvist wird verletzt vom Platz getragen. Urheberrecht Getty Images. Dänemark muss die restliche WM wohl mit einem Spieler weniger agieren. Für Routinier Kvist ist das Turnier nach einem Rippenbruch wohl vorbei. Der dänische Mittelfeldspieler William Kvist droht für den Rest der Fußball-WM in Russland auszufallen. Der 33-Jährige zog sich im Spiel gegen Peru 1:0 bei einem Zusammenprall mit dem ehemaligen Schalker Jefferson Fafan wahrscheinlich einen Rippenbruch zu. Die Symptome deuten darauf hin, sagte Nationaltrainer H. Hareide. Kvist hatte sich die Verletzung schon nach einer knappen halben Stunde zugezogen. Der ehemalige Stuttgarter spielte zunächst weiter, wurde dann aber gegen Lasse Schöne ausgewechselt. Da eine Nachnominierung nur bis 24 Stunden vor dem ersten Spiel möglich ist, müsste Dänemark die WM mit nur 22 Spielern fortsetzen.